So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei This is the Police. Ich bin der Zuvarok. Tja, wir haben viel um die Ohren, nicht, würde ich sagen. Also rassistische Gangs haben freie Hand in der Stadt. Das wollen wir doch mal unterbinden irgendwann. Ermittlungen gegen Francis Kendrick können wieder aufgenommen werden. Okay, zweiter Wolkenkratzer für... Ja. Sehr schön. Na, so ruhig? The people of Freeburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so. In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Haben wir doch einen kleinen Aktivistenmonster in der Stadt. Ist auch mal ganz lustig. Nicht? Ist hier ein neuer... Martin Stett ist hier neuer Stellvertreter. Okay, was hat das zu sagen? Ich habe zu viel getrunken. Ich glaube, ich kann heute nicht mich zusammenreißen. Kann ich nach Hause gehen? Ja. Gut. Neue Platten können als Geschenke oder als Dankeschön für ihre Dienste erhalten werden. Aber warum abwarten, wenn sie ihre Sammlung jetzt schon aufstocken können? Fortfahren. Katalog. Im Katalog von Ulrichs List können Sie immer eine umfassende Auswahl finden und das bei niedrigen Preisen. Bestellen Sie vor und sparen Sie. Fortfahren. Ich will hier nichts bestellen. Nie. Zurück. Nee. Was haben wir denn hier Feines? Sweet Singer Green. Was haben wir denn noch? Keine Ahnung. John Sankers. Singer, keine Ahnung, was das ist. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ach, schmeiß mal an das Teil. So, die Mafia kann Ihnen einige sehr hilfreiche Dienstleistungen anbieten. Sie sind inzwischen praktisch ein Mitglied der Familie, also wird es Sie kaum etwas kosten. Aha. Gelegenheiten. Dissens. Okay. Notruffalle. Die Mafia wird einen falschen Notruf abgeben und alle Beamten, die am Tatort eintreffen, werden getötet. Bis zu 3 Polizisten. $1000. Ermittlungsfalle. Die Mafia wird eine besondere Ermittlung fälschen und die getötet. Alter, bin ich so skrupellos? Bin ich so skrupellos, dass ich sowas machen werde? Die Mafia wird Mitglieder des Komitees vor der Anhörung im Büro des Gerichtssaals einschüchtern. Preis $35.000. Okay. Ihr neuer Stellvertreter ist kein Kendrick.
aber auch nicht so nutzlos, wie es scheinen mag. Er kann einige ihrer Pflichten übernehmen, wenn bei ihnen die Zeit knapp wird. Aber sie müssen das Mittagessen ausgeben, zusammen mit anderen Spesen. Aha. Stellvertreter. Dienste, Polizeischule, Angestellten zur Ausbildung schicken, Grillfest, Angestellten zu einer lockeren Freiluftparty schicken, Spitzel anheuern, ein Spitzel anheuern, einem Angestellten bezahlen, für sie Informationen einzuholen. Polizeischule, das ist glaube ich nicht verkehrt, ne? Ja, machen wir mal. Wen sollen wir denn hinschicken hier? Wen schicken wir denn da mal hin? Johnson? Aber wir können nur einen hinschicken. Pass mal auf, dann nehme ich hier Brunch. Warum nicht? So schlecht. Nee, pass mal auf. Hier, die Grant. Annehmen. So, schließen. Wir haben noch einen Auftrag. Wir müssen aber zwei Leute hinschicken, ne? So, wir schicken natürlich gleich die beiden zwei Gute hin und sagen, fortfahren. Mal schauen. Offizielle Beschwerde. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Beschwerdestelle Ihrer Angestellten wegen gegen Sie zur weiteren Ermittlung an die Staatsanwaltschaft weitergeben wurde. Ja, gut. Was soll ich machen? Ich musste sie. Diebstahl. Der Verkäufer im Schuhladen berichtet, dass zwei Teenager die teuersten Schuhe im Laden ausfindig gemacht und dann ausprobiert hätten, um ohne zu bezahlen mit den neuen Schuhen an den Füßen aus dem Laden zu rennen. Ja, du mein Freund und der Brunch kommt auch mit. Mal sehen, wie es klappt. Aber schön entspannte Musik, muss ich sagen. So, Mord. Täter gefasst. Sehr gut. Fall geschlossen. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Sehr gut. Haben wir das auch in der Tasche? So. Die Teenager stehen nicht weit vom Laden entfernt herum, rauchen und bewundern ihre neuen Schuhe. Hey, habt ihr mal eine Zigarette? Höchste Zeit, diese Schuhe zurückzubringen. Versuchen einen der Jungs zu packen. Habt ihr mal eine Zigarette? Wieder gefasst. Ja, klappt doch. Versuch der Mord. Ein Mann ist früher als üblich von der Arbeit nach Hause gekommen und hat seine Frau mit ihrem Liebhaber im Bett vorgefunden. Eine Hausangestellte hat die Polizei gerufen, als sie sah, wie der Ehemann ein Jagdgewehr aus dem Schrank holte. Wir müssen ein paar Leute hinschicken, Leute. Das ist leider nicht ohne. Nicht, dass er durchdreht da. Wir wollen ja keine Toten, nicht? Wir wollen ja keine Toten. Oh Gott, was will der denn jetzt? Die Auftragsgemeinde. Stadtverwaltung. Heute findet in Freiburg die Premiere von Zurück in die Zukunft statt. Der Verleiher des Films hat die Stadt darum gebeten, einen Beamten zum Eingang des Kinos zu schicken, dass die Besucher keine Kameras mit ins Kino nehmen. Okay, so, du wirst das übernehmen. So. Wird hoffentlich klappen. Versuchter Mord, ich bin gespannt. Jetzt Täter gefasst, hat funktioniert. Super, also die steigen auf jeden Fall schon mal ordentlich an hier. Der hier, Fischbach, der könnte gerne mal eine Stufe aufsteigen. Angriff. Freiburg Grundschule. Ein junger Vater, der das Erziehungsrecht entzogen wurde, hat versucht, seine Tochter von der Schule abzuholen. Als ihm der Zutritt verweigert wurde, griff er eine Lehrerin an, stieß sie zum Boden und begann auf sie einzutreten. Das wollen wir natürlich, das ist natürlich nicht in Ordnung. Brunch, ihr drei werdet das mal erleben hier. Warum schicke ich denn drei Leute hin? Zwei wären doch auch gut genug gewesen, ne? Mr. Boyd, ich habe eine verzwickte Angelegenheit, zu der mir unser gemeinsamer Freund Charlie Dillon gesagt hat, dass sie helfen können. Wie Sie vielleicht bereits wissen, gehört mir der größte Musikladen in Freiburg. Vor kurzem hat meine Ex-Frau vor Gericht die Hälfte meiner Musiksammlung zugesprochen bekommen. Da sind eine Menge seltene Aufnahmen darunter. Meine Ex hat große Angst vor der Polizei und versucht immer, sich wie ein gesetzesfürchtiger Bürger zu verhalten. Wenn ein paar ihrer Leute in Uniform zu ihr kommen und sagen würden, dass die Platten Teil einer wichtigen Ermittlung sind, würde sie einfach lächeln und ihnen alles geben, was sie wollen. Und auch nur
Ein Durchsuchungsbefehl. Durchsuchungsbefehl. Gut. Die beiden schicke ich da mal hin, weil mehr haben wir nicht. Ach ne, warte mal. Uns fehlen drei Leute, ne? Wir müssen drei Leute hinschicken. Ach Gottes Willen. Du fährst mit und du fährst mit. So, aussenden. So, Jack, heute Abend, oder heute haben wir um Gebäude der Ingenieurswissenschaften etwas bei 2209 laufen. Wir wollen doch nicht, dass Polizisten bei der Party stören. Ich denke, $4000 sollten ausreichend für so eine Bitte sein. Okay. Die haben was zu erledigen. Wir sollen uns still verhalten. So, Erregung von öffentlichen Ärgernissen. Ein Wächter sagt, dass jemand in die Ausstellung gekommen ist, Bilder von Penissen auf die Kunstwerke geschmiert hat und sich dann im Klo versteckt hat. Ja. Vater, mein Christus alleine geregelt, mein Freund. Aber ich schicke mal zwei Mann hin. Sicher. Doppelt hält besser. Ne? Angriff bericht. Konnten wir verhaften. Gut. Hätte auch zwei Mann gereicht. Na gut. Egal. Sands Ranch. Ach, jetzt siehst du, die Geschichte dürfen wir auch nochmal machen. Ja. Die wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen keine umbringen. So. Chef, wir haben Ulrich Bieber geholfen und zum Dank hat er uns eine Gerato, wie heißt die, Crespo-Album geschenkt. Die Master-Version. Grant zieht allerdings Clem vor, also sah sie zum Ende der Schicht ziemlich traurig in der Bar. Okay, Grant war nicht ganz zufrieden damit. Okay. Danke für die Hilfe, 3000. Gab nochmal Kohle. So, pass mal auf. Bei der Ankunft der Polizei waren alle Lichter aus. Der Nachtwächter des Museums gibt an, dass er den Job erst seit ein paar Wochen hat und fürchtet, dass er aufgrund des Vorfalls gefeuert werden könnte. Die Polizei konnte ihn beruhigen und er hat sie auf die Toilette aufmerksam gemacht, in der sich der Künstler eingeschlossen hat. Die angrenzenden Toiletten betreten, kommen sie mit erhobenen Händen raus. Ein junger, weinender Mann, der ein Messer in der Hand hält, beharrt darauf, es handelte sich um ein Performance-Kunst und niemand würde ihn verstehen. Er weigert sich zu ergeben und droht, sich selbst zu verletzen. Versuchen, das Messer zu packen. Erzählen Sie mehr über Ihre Kunst. Keine Sorge, Sie bekommen keinen Ärger. Wir wollen nur reden. Erzählen Sie mehr von Ihrer Kunst. Okay, ja, gefasst. Hat geklappt. Nicht ein bisschen drumherum reden, dann klappt das auch mit den Nachbarn. Sozusagen. Ne? Nicht mal mit der Tür ins Haus fallen. So, siehste, Rollo fallen, gut, der Tag ist durch, ne, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas, ist noch irgendjemand, der noch nicht, was macht der Stellvertreter da gerade? Grillfest, wir könnten mal ein Grillfest veranstalten irgendwann, aber nicht heute. Ach, da haben wir noch Auftrag, Diebstahl. Gebäude des Ingenieurswissenschaften. Wir haben soeben einen Anruf von einem Wächter der Maschinenfabrik erhalten. Er hat zwei Täter gesehen, die aus einer der Fabriken durch ein Loch in der Wand Aluminium stahlen. Wieso stehlen die da? Ingenieurswissenschaften, Gebäude. Aber da dürfen wir doch, glaube ich, da sollten wir, glaube ich, nichts machen, ne? War das nicht das? Aber warum klauen die da Aluminium, Leute? Ich schicke da mal zwei Mann hin. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen, ne? Ich glaube, das war das Ding mit dem guten... Ja, ich glaube, das war das Ding, was da gerade... Ja, Angelegenheiten. Das Sense. Ne, das ist nichts. Jetzt haben wir hier Stadtverwaltung. Dürfen wir auch nichts machen. Schließen. Was haben wir hier noch frei? Arbeitsmarkt. Ist, glaube ich, auch nichts, ne? Wir sind voll ausgelotet. Na, klasse. Hätte ich, glaube ich, nichts machen sollen. Na gut, egal. Raubbericht. Drei, okay. Ermittlungen eröffnen. Da haben wir nochmal drei Stück. Wir wollen das, So, wie war der Mann noch? Tipo im Motorrad. Er weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war.
kann das nicht sehen, aber er hatte so eine Jacke an, die wie andere Biker, die in der Kreuzung rumhingen. Zack, das Teil auf jeden Fall. Ich konnte das Gesicht nicht sehen. Der Kamera müsste ja dann von hinten. Das sieht ja aus, als wenn er von vorne gekommen ist. Vor einem Motorrad. Was haben wir hier? Es war auf keinen Biker in der Gegend. Sie sind Kahlköpfe in Hamburg. Aber dieser Kerl sah asiatisch aus. Ich habe keine Waffe in seiner Hand gesehen. Nur wie er die Handtasche griff und weggefahren ist. So. Darüber und dann müsste das so sein, ne? Ja. Ich glaube, das ist so nicht verkehrt. Schicken wir da mal zwei Leute hin, da. Fortfahren. Und werden wir vielleicht dem Knecht mal. Nicht? Manchmal stellen sich die Situation als deutlich schlimmer heraus, als jemand ahnen konnte. Wenn das passiert, erbitten Polizisten manchmal Verstärkung. Wenn sie niemanden zur Verfügung haben und sie nicht wollen, dass ihre Leute ihr Leben aufs Spiel setzen, können sie sie zur Wache zurückrufen. Aber dann werden sie die Bürger im Stich lassen. Sie brauchen Verstärkung, zwei Mann. So, hier, ihr beide geht nochmal mit rüber. Zack, aussenden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wird spannend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Stadtverwaltung, Psychotest, was? Psychologischer Test? Was ist denn das hier? Jack, Sie haben sicher die Zeitungsartikel über Thomas Blaine gelesen, den Polizisten im Ruhestand, der an Schizophrenie erkrankt ist und eine schwangere Frau erschossen hat. Damit sich so eine Tragödie nicht wiederholen kann, haben wir beschlossen, dass alle Polizisten über 50 einen psychologischen Test ablegen müssen. Dazu gehören auch Sie, Jack. Doktor, hast du nicht gesehen, erwartet Sie morgen früh in Ihrem Büro. Kommen Sie nicht zu spät. Ich soll zum Psychotest. Na super, das läuft ja. Das ist ja natürlich nicht schlecht. Raub. Täter gefasst. Super. Alle Verdächtigen konnten verhaftet werden. Perfekt. So, was ist da oben los? Diebstahlbericht. Gefasst. Siehst du, und bist du enttäuscht? Ja, wir hätten da nicht hinfahren müssen. Jack, wir wissen nicht, warum Sie das getan haben, aber wir hoffen, es war ein guter Grund. Vergessen Sie nicht, wer hier Ihre Freunde sind. Wir wollen keinen weiteren Ärger. Ja, Mist. Wir hätten das nicht machen dürfen. Ich wusste das. Wir hätten es nicht machen dürfen. So, was ist denn Schicht für die Morgen? Die Morgenschicht ist okay. Die lassen wir so. Das lassen wir so. Die können ruhig mal eine Runde ausruhen. Das macht nichts. So, Tag beenden, würde ich sagen. Tag 8. Super, und das heißt wieder, die Folge ist durch. Ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge This is the Police wieder. Mist, und wie gesagt, wir haben ordentlich mit der Mafia zu tun, ne? Alter Freund.